Ja, willkommen und guten Morgen zum Let's Showplay Minecraft 154. Ihr seht, die Welt sieht etwas anders aus. Liegt allerdings nicht daran, dass ich hier großartig jetzt noch rumgebaut habe, sondern ich habe einfach mal ein anderes Texture Pack genommen. Ich denke, es war mal wieder an der Zeit. Und zwar ist das jetzt, lasst mich mal kurz gucken. Das ist von Spux, das Pure BD Craft Pack. Das gibt es in verschiedenen Auflösungen. Ich habe hier die 128er Auflösung. Link findet ihr wie immer natürlich in der Beschreibung. Ist so ein bisschen, ja, comicartig angehaucht. Das fand ich einfach mal interessant und als Abwechslung halt zu den doch realistischer wirkenden Texture Packs. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das jetzt hier alles aussieht. Na, hier haben wir die Bricks, das ist der Cobblestone, dann der Rasen und ja, hier so die Holzzäune. Finde ich recht schön gemacht, stimmig alles, passt soweit auch. Und hier Pistons schön mit dem Mossy Cobblestones und so weiter. Dann hier der Clay sieht natürlich anders aus. Der hat jetzt nicht mehr diese schöne durchgehende rote Lehmfarbe. Mal sehen, das tausche ich vielleicht noch aus, die Textur. Für die Kürbislaternen habe ich hier auch die alternative Textur genommen, die da in dem Paket drin ist. Aber sonst hier so die Türen und so, das sieht doch alles recht schön aus. Mit den Kisten, die Bücherborde. Das hat doch was. Ja, und hier reingucken, so die verschiedenen Wollfarben, Farbstoffe. Ich finde, das hat was. Damit können wir es doch, denke ich mal, hier eine Weile aushalten. Ja, dann hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass ich so ein bisschen das Gelände hier umgestalten will, den ganzen Sand da rausschaufeln will. Und ihr seht, das war auch gar nicht so schwierig. Ja, das ist eine Diamantschaufel, ein paar Eisenschaufeln habe ich dafür verbraucht. Aber war eigentlich relativ schnell gepackt. Hier einfach der ganze Sand rausgeschaufelt. Hätte ich Dynamit genommen, wäre es natürlich schneller gegangen, allerdings wäre der Sand dann weg, ne? Und hier kann ich ihn dann weiterverwenden, um Glas zu machen, zum Beispiel, oder eben Sandstein, den ich ja als Baumaterial recht gerne verwende. Ne? Habe ich auch mal einen Blick in die Kisten geworfen. So, ein bisschen sortiert das Ganze noch. Das ist es dann. So, dann habe ich hier oben. Quatsch, ich will ja nicht schlafen. So. Hier haben wir ein paar Bricks. Das ist sehr schön, denn daraus machen wir uns gleich nochmal Ziegel. Hier werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. Nämlich für das Haus hier des, ja, des Muftis, des Bürgermeisters, sozusagen. No. Der soll sich ja hier das edelste Baumaterial leisten können. Und das ist in dem Fall eben Ziegelstein. Aus Lehm hergestellt. Und der kriegt hier also seine zweite Etage noch drauf. Hier habe ich so als Eingang erstmal hier die Trapdoor und die eigentliche Hauswand mit Tür, die kommt dann so hier hin. Können wir gleich mal machen. Da kann dann ein. Naja, jetzt haben wir kein Glas dabei. Der kann sich natürlich auch Glas leisten, ne? Richtige Fenster, so wie sich das gehört. So. Ja, die paar reichen erstmal. Zu weit werde ich da unten jetzt erstmal nicht kommen. So, da kommt Glas drauf, dann kommt der drüber, das ist dann die freie und da drüber, das wird dann die Decke. Ja, die werde ich hier auch dann, denke ich mal, mit farbiger Wolle gestalten. Der hier, das Fenster ist ein bisschen hoch, liegt aber daran, dass es halt hier oben weitergeht mit der Treppe, so hoch geht. Das soll ja auch einfach nur ein bisschen Licht reinlassen. Tür, denke ich mal, wenn wir hier irgendwo noch hinpacken und dann geht es halt hier in den Berg rein. Ein bisschen. Zack, da müssen wir, denke ich mal, noch einen reinsetzen. Und
Ja, gut, okay, der ist zwar hinterher gar nicht mehr zu sehen, aber egal. Hier wird es also weitergehen. Das wird dann hier vorne außen die Terrasse. Hier kommt noch ein Grill hin. Genau. Haben wir Cobblestone? Haben wir keinen Cobblestone dabei? Dann. Ein bisschen Holz brauche ich auch noch. Also mache ich mich einfach mal auf zum Korvettenbauplatz. Oh, mein Kart haben wir ja hier. Zu stehen. So, wuppdiwupp, auf geht's. Ich finde das System eigentlich, was ich da für den Bahnhof habe, richtig schön. Dachte zwar erst, es ist ein bisschen kompliziert zu handhaben, aber in der Praxis ist es doch recht handlich, muss ich sagen. Dass man da gut damit zurechtkommt. So, jawohl, dann sind wir hier gleich schwupp am Korvettenbauplatz und in der Kiste habe ich, glaube ich, den ganzen Krempel. Genau, nehmen wir uns mal ein bisschen Holz mit. Gravel werden wir nicht brauchen, aber Cobblestone nehme ich mir hier erstmal mit. Wir werden da noch genug abbauen. Aber erstmal brauche ich hier noch so ein bisschen. Das soll es hier auch erstmal schon wupp gewesen sein. Zack, rauf, rein und wieder ab nach Hause. So, und dann können wir hier nochmal einen schönen Blick auf den Bereich werfen, den ich hier freigeräumt habe. Ich hatte es ja angekündigt, na, das Bergarbeitertal, da wird dann alles so ein bisschen tiefer gelegt werden, damit ich da halt gut in die Höhlen reinkomme oder richtig schöne Mineneingänge mir da bauen kann. Genau, so. Zack, 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 zack. Hab hier auch teilweise schon wieder angefangen, den Untergrund zu verfüllen, aufzufüllen. Und ja, diese Ebene hier ungefähr, das wird so, denke ich mal, der Boden werden. Denn da habe ich hier einmal schön die Gelegenheit, den Eingang in die Mine zu bauen. Das wird hier noch ein bisschen ausgefüttert mit Schönstein, dass also hier der Berg noch so nach vorne kommt. Und dann baue ich mir hier einen schönen Mineneingang hin. Und genauso. Zack, zack, hier. Na, hier habe ich auch schon ein bisschen angefangen, mir das so rauszugraben, den Stolleneingang, und dann geht es eben hier rein. Das kann ich also auch noch ein, zwei Blöcke tiefer legen. Das ist nicht das Problem. Na, und dann komme ich eben hier auf die Höhe, die ich haben will für das Dorf. Ja, hier habe ich auch jede Menge, ja, ich sag mal, Unebenheiten rausgenommen und teilweise eben auch schon so Höhlenbereiche verfüllt. Ja, mit sowas. Zum Beispiel diese kleinen Sachen. Und ja, ich denke mal, das Loch hier werde ich auch noch auffüllen. Es sei denn, mir fällt da noch was ein, wo ich halt unter einer Hütte einen Keller brauche oder sowas. Der liegt ja hier passenderweise zufällig gerade neben dem großen Mineneingang. Und das wäre natürlich hier ein passender Standort für das, ja, das Minenarbeiterhaus, na, wo eben alles, was aus den Minen herauskommt, gelagert wird, wo die Arbeiter ihre Duschen haben. Ihr erinnert euch ja, ich wollte ja den Fluss da oben umleiten, dass der halt hier reinläuft in den Dachfirst und dann eben Duschen macht für die Minenarbeiter. Ja. So, hier können wir noch weiter ausfüllen. Na. Das ist jetzt noch hier ein bisschen was zu tun. Ein bisschen Terraforming halt. Na, ihr kennt das ja sicherlich auch. Auch wenn ihr euch das vielleicht alles etwas einfacher macht. Ja. So, bop, bop, bop. Und ja, und ich denke mal, wir können uns hier in der Ecke noch eine ganze Weile aufhalten, weil wir hier ja doch einige interessante Sachen, ups, zu tun haben. Ja, Treppe hier musste ich auch verlängern. Das kommt halt alles noch. Habe ich hier noch? Ja, habe ich. Muss ich mir jetzt etwa auch noch Dirt holen? Das wäre ja nur. Cobblestone. Ja. Okay, wir werden also noch mal ein bisschen in Sachen Baumaterialien unterwegs sein müssen. Na, aber wir haben hier halt gleich mehrere Sachen, wo wir weiterbauen können. Wir können hier Häuser bauen. Hier soll ja noch der Turm für den Holzfäller entstehen.
Genau, da mal gucken, welche Materialkombinationen wir da noch nehmen. Ja, dann haben wir hier, ist halt eben noch jede Menge Terraforming angesagt. Und wir haben hier natürlich noch einige Höhlen zu erforschen. Also hier ist noch viel zu tun in diesem Gebiet und erstmal werde ich mich, glaube ich, aufs Ohr hauen. Na komm schon, Kiste. Zack. So. Also ich denke mal, die nächsten Folgen werden wir es hier durchaus aushalten können. Dann schauen wir mal, ich hier weitermache. Ich glaube, ich mache erstmal hier. Weiter, dass ich hier den Boden rausruppe und durch Cobblestone ersetze. Da ist ja Sandstein. Ach, der kommt von unten. Der ist vom Dingens. Ach ja, genau. Hier unten hatten wir ja noch Höhle, aber da sind wir ja letztes Mal reingeplumpst. So, der kann sich natürlich mehr leisten. Da kommt nachher noch ein anderer Boden rein. Aber hier. Kuckuck. So, die Terrasse hier wird erstmal mit Cobblestones gemacht. Jedenfalls so weit, dass ich hier erstmal eine Form habe. Ach so, ja, jetzt weiß ich, warum ich mir die Cobblestones geholt habe. Ich bin doch ein. Ja. Was bin ich denn? Wenn ich das hier verpenne, dass ich mir doch hier eigentlich einen Ofen bauen wollte. Ja. Ah, so sieht der also aus. Dann packen wir uns doch da gleich mal oben drauf noch eine Platte. Das hier sind übrigens ja, Felle, Leder, ne? In dem Texture-Pack. So, brauche ich noch was. Erstmal. Ja, erstmal nicht. Ich bin noch nicht ganz wach. Könnte man das als Entschuldigung durchgehen lassen? So vielleicht? So, macht man das, genau, ne? Hat man hier also seinen Grill, dann die Anrichteplatte daneben und da können wir ja noch Kürbislaternen oder so raufpacken, dann können wir uns die Fackel da sparen. So, dann machen wir hier weiter den Boden mit Cobblestone. So, und ich habe ja hier, kommt ja die Dings schon runter. Das heißt, der Turm, eigentlich könnte ich also hier, zack, dann den Abschluss haben. Das wäre auch soweit. Joa, passt das. Müssen wir den Krempel da oben noch wegklopfen. Das wird auch alles neu gemacht, beziehungsweise dann einfach ausgetauscht. Ja, so. Zack, zack, zack. Und hier dann die Erde weg, dass ich also hier richtig schön anschließe an den Turm. Und den werde ich also dann auch komplett eben möglichst mit Cobblestone umsetzen. Zack. So, ja, sind jetzt hier erstmal noch Bau- und Aufräumen arbeiten. So, ich sehe halt zu, dass ich diese Folge jetzt hier am Morgen schon aufnehme und möglichst auch rendere und hochlade, weil ich nämlich heute Nachmittag bei dem Kumpel eingeladen bin zum Grillen. Richtig schön, ne? Und dann ganz gepflegt den Bauch vollschlagen und dann wahrscheinlich noch eine Runde zocken. Das wird also dann auch später. Deswegen. Das hier ist schon mal alles heute früh gemacht. So. Zack, 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 zack. Hier hauen wir dann auch noch weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg.
Das kommt weg, hier weg, 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 weg. Und das hier wird auch noch weggeklopft, dass wir also hier dann den Raum haben, wo nachher die Hütte vom Boss, vom Bürgermeister entstehen soll. Huch, das hier kommt auch noch weg. So, der kann natürlich dann oben durchaus wieder ein Grasdach kriegen. Das ist ja auch immer ganz schön, ne? Wenn man so Gras über eine Sache wachsen lassen kann. Gerade in der Politik macht man das gerne. Oder auch in den Medienbereichen, ne? Ich sag mal nur, Ja, ich brauche das Stichwort gar nicht zu nennen. Ach ja, so. Wir werden hier noch viel Spaß haben, viel Vergnügen und ja, es wird dann auch Trackmania-Videos geben. So, die Wand sieht dann soweit erstmal gut aus. Können wir den so aus dem Felsgestein lassen? Na, das tauschen wir hier mal aus. Zack, zack, zack. Wieso habe ich eigentlich Cobblestone geholt, wenn ich hier jetzt schon wieder so viel aus der Wand rausklopfe? So, hier können wir nämlich dann, denke ich mal, auch schon austauschen. Auch wenn der hier hinten vielleicht eine etwas exklusivere Wandgestaltung verdient. Schauen wir mal, gucken wir mal. Hier bietet sich das dann natürlich an, so eine Art Treppe ins Obergeschoss zu machen. Mit Rängeln haben wir sie dabei. Nö, haben wir nicht dabei. Aber nehmen wir Wooden Slabs, nehmen wir Sandstone Slabs. Bin ich am Überlegen. Ich glaube, wir nehmen die Sand Slabs. Denn die Wand hier bietet sich eigentlich an, gerade weil eben das Fenster da auch ein Stück höher ist, ne, bietet sich das an, eben hier so eine Art Treppe hochzubauen. Ja gut, das hier wird jetzt einfach erstmal aufgefüllt. Haben wir nicht. Ach ja, ihr kennt das ja sicherlich, ne? Geht euch sicherlich bei euren Bauten genauso, dass ihr nicht immer alles dabei habt, was man so braucht. Zack, 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 zack. So. Sammeln wir das mal durch, dass wir hier noch ein bisschen Sandstein haben. Der kann weg, da können wir wieder Brötchen hinpacken. So, und dann können wir nämlich hier. Ja, aber macht nichts. Können wir nämlich da, zack, den Sandstein reinsetzen. Machen wir so. Zack. Ja, dann hat man nämlich hier schon ein bisschen den Grund dafür, dass das Fenster hier höher ist. Und zack. Zack. So, hier müsste dann schon das weiter rumgehen. Ja, ich denke, das wupp, 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 passt dann hier schon. Kann hier vielleicht sogar noch so einen kleinen Pfeiler hinsetzen als Akzent. Und ich glaube mal, ich stelle mir hier unten mein Crafting Table hin. So, da sollte er möglichst wenig stören, dass ich also hier arbeiten kann. Ja. Bricks, also Ziegelsteine werde ich noch brauchen, damit ich hier die Hütte erstmal so weit weiter fertig kriege. Die hole ich mir dann hier an der Baustelle vom Kloster. Dazu, zack, zack, schnappe ich mir erstmal das Minecart. Aktiviere hier, stell das hier hin, gib ihm Schwung. Hüpf rein und wupp, geht's ab zur Baustelle vom Kloster. Da ist ja, noch gar nichts passiert. Da habe ich bisher nur Material abgeladen. So, haben wir hier was drin. Ja, das ist ja der Ofen. Da haben wir auch noch Sand, da haben wir Flint. Das ist schön, den nehme ich mal mit. Da kann ich mir nämlich noch Pfeile basteln. Schilder werden wir nicht brauchen. Trapdoor haben wir schon auch eine drüben zu liegen. Ja, Sand könnten wir mitnehmen. Lassen wir jetzt aber mal hier stehen. Den werden wir gewiss auch noch auf hier irgendwo brauchen.
So, bam, 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 bam. Hinauf zum Kloster, zur Baufläche des Klosters von Eudong. Ja, ich glaube, hier werde ich den ganzen Sand auch wegnehmen und durch Erde bzw. Stein ersetzen, damit das Kloster eben hier wirklich oben auf dem Berg drauf steht. Und hier habe ich noch Bricks, das passt sehr schön. Dispenser, Furnaces. Eine Holztür nehme ich mir einfach mal auch gleich mit. Bookshelves kann ich auch gebrauchen. Hier haben wir sogar noch Sachen, um die Bücher zu bauen. Sehr schön. Zack, zack. Und hui, ab dafür. Patsch. So, weiter geht's. Wieder zurück. So, da, da. Ach doch, ich finde, das sieht schön aus. Guckt euch das hier doch nochmal an. Das Texture Pack. Das gefällt mir. Ich denke, da werden wir einfach eine Weile dabei bleiben. Einfach auch der Abwechslung halber. Wie, wird das schon wieder dunkel? Tatsache, Sonne ist schon wieder am Untergehen. Die kann auch nur eins. Hauen wir uns wieder hin. Und dann bricht ja hier gleich der dritte Tag an. Sehr schön. Ah, da, da, da. Südale. Ah, auf wie geht's? So, was brauchen wir hier noch an Material? Die Bricks wollte ich hier haben. Die Tür werden wir hier bei passender Gelegenheit reinklopfen. Das wäre erstmal das. So. So. Hier auf Vorderfront, ja, ziehen wir einfach mal glatt durch, würde ich sagen. Kann man später immer noch so machen, dass ich das dann hier vielleicht schräg noch ein Stück nach vorne ziehe oder so, aber hier soll ja erstmal die große Palaversitzecke hinkommen. No. So, dann ja, platzieren wir hier die Tür. Das passt, dann kommt so einer dahin. So, so. Ja, und dann könnten wir hier schon. Ja, bing, etwa vor der Hand laufen. Aber hier unten würde ich dann ja das Arbeitszimmer einrichten. Ein Audienzzimmer halt für Tage, an denen das Wetter nicht so gut ist. Ja, und hier oben geht es dann hoch in die Privatgemächer. Wieso habe ich nie. Ich habe doch hier eine Ecke drin. Wieso habe ich die denn nicht auch noch hier unten drin? Das möchte ich mir mal genauer angucken. Hier habe ich doch. Ach so, es ist ja natürlich keine Innenecke. Und hier geht ja die Wand gerade weiter. Ist vielleicht ein bisschen schmal. Wird das dann hier. Aber ich kann ja hier nämlich dann durchaus nach vorne gehen. Damit ich hier oben im Obergeschoss einfach mehr Fläche gewinne. Und die Terrasse soll ja eh zum Teil überdacht sein. Das werde ich noch weiter mit Wolle machen, aber so zwei Blöcke kann ich hier auf jeden Fall rausgehen. Dann haben wir hier auch nochmal einen Anschluss für den Schornstein. Wäre eventuell sogar sinnvoll, zack, 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 hier drei Blöcke rauszugehen. Und. So, jetzt haben wir hier nur Sand, aber das da hinten können wir mit Cobblestone auffüllen. Da, soweit jedenfalls sieht das ja keiner, dann brauche ich doch noch Sandstein. Ach ja. Da haben wir ihn doch. Da kommt er rein, dack, so, dann kommt hier oben, zack, zack, kommt dann der Halfstone drauf. Und so langsam, genau, nimmt die Treppe hier dann Gestalt an. Dann drunter den Krempel kann ich ja dann sogar teilweise schon wieder wegklopfen, wenn ich den Platz brauche. Na, damit das hier nicht ganz so aussieht, als hätte ich hier keine Ahnung gehabt, wie man was baut. Na, dann kann man nämlich schön hier zum Beispiel,
Aktenregale. Runtersetzen. Oh. Söderle. Zack. Da oben geht's dann weiter. Da muss wieder ein Slab drauf. Das heißt, die könnte ich ja eigentlich hier an der Wand auch hochsetzen. Ne, da fehlt mir einer. Zack, zack. Ne, da muss dann doch Backstein rein. Den sieht man hier ja, also muss er da auch rein. So. Zack, und dann haben wir ja hier fast die Höhe erreicht. Nämlich. Achso, da kann ich ja hier schon gleich das Material nehmen, was ich dann später hier für die Decke nehme. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. So, da bin ich wieder. Ja, hier können wir doch. Hier haben wir die Wand. Das heißt, zumindest da muss auch erstmal Ziegel hin. Und hier kann ich dann schon. Nee, der ist jetzt zu. Hä? Kinders, 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 was baue ich hier? So, genau. So. Denn der Gutste kriegt hier oben, ich habe ja nach oben mehr als genug Platz, eventuell eine doppelte Decke. Oder hier wieder so einen kleinen. Schauen wir mal, wie das wird. So haben wir jedenfalls schon schön die obere Etage drin. Und ja, mit Fenstern sieht es hier ein bisschen schlecht aus. Da bin ich hier ein bisschen zu niedrig dafür. Hier wäre vielleicht eine Gelegenheit. Jo, das geht. Da kann man ein Fenster hinsetzen. Guckt mal halt den Vorbeigehenden hier auf die Füße. Ne? So. Weiß ja nicht, ob bei den Minecraft-Mädels Röcke in sind. Wir bleiben hier erstmal sauber. So, ich denke mal, das kann man doch erstmal schon mal so. Ja. Ach, siehst du ja, und ich wollte ja eigentlich hier auf die Ecke rauf, um hier den Abzug für den Grill weiterzubauen. Hübbelihüpf. Dann kommen wir erstmal hier. So. Ach nee, ey, man kann sich auch dämlich anstellen. So. Denn hier, zack, 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 das wird dann ein richtig schöner Schornstein. Na, hier kommt, können wir nochmal kleine Veranda dran, drauf oder davor setzen. Da können wir noch einen hin und zack, zack, das wird dann wieder die Ecke. Joa. So, ich denke mal, das wird hier schon was. Ja, das muss man sich jetzt bloß noch ein bisschen entwickeln lassen, sage ich mal. Mal sehen, wo wir noch Material tauschen, wo wir andere Sachen reinbauen, wie wir das noch machen. Ob ich hier tatsächlich noch zum Beispiel Wolle drüber lege, na, einen schönen Teppich. Das wäre ja noch was. Und das Arbeitszimmer vielleicht auch noch mal entweder Holzslabs oben drauf oder so. Der kann ja eigentlich schon weg. Der auch. Dann kommen wir nämlich hier hinten schön ins Arbeitszimmer rein. Der kann weg. Dann kommen nämlich da weitere Bücherregale rein. So. Und können wir die, müssten wir eigentlich auch da platzieren können. Mal sehen, wie sie da aussieht. Zack, da. Ja, so als Kiste. Pong drin. Drüber noch ein Bücherregal drauf.
Das passt dann. Ein bisschen komisch sieht das hier aus. Schauen wir mal. Da fällt mir sicherlich noch was ein. Das wird noch. Und ich habe ja genug andere Stellen, an denen ich dann erstmal weitermachen kann. Zum Bleistift haben wir hier. Jawohl, hier haben wir noch Dirt. Deswegen wird jetzt erstmal noch ein bisschen Schinken gesammelt. Komm hier. Zack. So. Und. Hier einfach noch ein bisschen Gelände aufgefüllt. Ja. Dass ich hier so ein halbwegs einheitliches Bodenniveau hinkriege. Ja. Es wird Nacht, Senorita, Blumpanking Ding. So, hier haben wir nämlich auch nochmal Höhle und Tunnel drunter und das möchte ich eigentlich zumachen. Da ist also auch nichts mehr Besonderes drin oder zu entdecken, glaube ich. Und wenn doch, dann reißen wir das Ganze halt wieder auf. Wir sind ja hier nicht bei. Wie auch immer. Wir sind hier bei Minecraft. In meinem Let's Showplay. Die Sonne geht unter, es wird dunkel. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es weitergeht. Schauen wir mal, vielleicht ein bisschen noch weiterbauen, noch vielleicht mal ein bisschen in die Minen erkunden, beziehungsweise die Mineneingänge ausbauen. Wir haben ja hier an dieser Stelle noch viel zu tun. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, verfolgt mich weiterhin. Ja? Jedenfalls meine Videos. Und ja, freut euch auf Trackmania 2. Ne? Da wird dann am Sonntag was kommen. Und dann geht es weiter wieder mit Minecraft. Und es kommt noch. Ach ja, Gottes Willen, wir haben ja auch noch hier den Crab-Mac-Check. Den haben wir ja auch noch offen. Da muss ich mich ja auch noch drum kümmern. Also, ihr seht und hört, es gibt hier noch jede Menge zu tun. Bis dahin, adieu mit Ö.